Die Tabellenführer Robert Renauer und Mathieu Jaminet starten beim letzten Saisonrennen des ADAC GT Masters nur von der 10. Position. Von der Pole gehen Maximilian Götz und Markus Pommer ins Rennen. Das Mercedes-Duo mit gerade mal 10 Punkten Rückstand auf die Spitzenreiter. Ein letztes Stoßgebet und dann rein in ein furioses Finale. Guter Start von Maxi Götz. Dries Fantor dahinter im gelb-schwarzen Audi zieht plötzlich innen rein, rauscht über den Körb und räumt Maximilian Götz ab. Dessen Titelträume damit vorzeitig unverschuldet beendet. Die Wiederholung. Fantor fasst eine ganze Wagenlänge dahinter, rutscht über die Randsteine und nimmt Maxi Götz mit. Was für ein Drama für den Mannfilter Mercedes, für Maxi Götz und Markus Pommer. Der Restart mit Christian Engelhardt, Kelvin van der Linde und Timo Scheider auf den ersten drei Plätzen. Dahinter schon die Tabellenführer im Porsche mit Mathieu Jaminet am Steuer. Daniel Kalwitz in der blau-weißen Corvette, außen auf der Wiese, vorbei an Max Hofer und Pierre Kaffer. Kalwitz damit nach einem völlig verkorksten Qualifying immerhin schon auf 14 vorgefahren und in der Gesamtwertung ja auch nur 10 Punkte zurück. Nach den Boxenstops in die Donche im gelben Mannfilter Mercedes macht hier keine Geschenke und setzt sich vor den Porsche der Tabellenführer. Robert Renauer fällt damit einen Platz zurück auf Rang 5. Kurz vor Schluss Sheldon van der Linde im Audi vorbei am grünen Huracan von Rolf Ineichen auf den ersten Platz. Und plötzlich sind die van der Linde-Brüder Sheldon und Kelvin nur noch einen Punkt vom Titelgewinn entfernt. Und van der Linde fährt den Sieg auch sicher nach Hause. Weil Robert Renauer aber die Nerven behält und den 5. Platz ins Ziel rettet, sind Renauer und Mathieu Jaminet die neuen Champions des ADAC GT Masters. Renauer!